Auserwählter. Dein Name ist Link. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Gehe zum großen Dekubaum hier im Wald der Crocs. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute werden wir die Prüfung des Schwertes machen und ich habe mir auch endlich die beiden DLCs geholt. Du sagst, du hast eine Stimme gehört? Ah, so, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast jetzt zurückgeholt. Doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignung festzustellen, des wahren Lichts Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. All deine Waffen und Rüstungen werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Master Swords sein. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann stecke das Master Sword zurück in seinen Sockel. Wir haben es doch gerade erst bekommen. Okay. Dann wollen wir mal. Also, zur Master Sword Prüfung. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen: leicht, mittel und schwer. Wir werden heute alle drei machen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Der ein oder andere Fail wird auf jeden Fall passieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Werd natürlich auch mit zur Challenge zählen, falls ich dort sterben sollte. Auserwählter des Schwertes, im Namen der Göttin Halja sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um das wahre Licht des Master Swords zu entfesseln. Überwinde alle Fairnisse dieser Städte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in die Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Auserwählter des Master Swords, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessel sein wahres Licht. Alles klar. Schwertprüfung 1. Schrein des Schwertes. Okay. Was habe ich überhaupt? Gar nichts. Gut, ich habe immerhin Mifas Gebet und Daruks Schirm. Okay, das ist immerhin etwas. Oh Gott. Und ich habe meine Module, okay. Einmal alles hernehmen, was geht. Scheiße. Nice! Oh Gott. Ich störe ja nur ungern beim Essen, aber ich vermute, ich muss alle Gegner besiegen. Na, kommt her. Ja, natürlich zündet es an, ist sowas dann klar. So, ist normal. Was? Die leben noch? Komm her. Der Moblin hat sich selber angezündet. Nice. Geh weg. Oh, der lebt noch. Komm her. Okay. Schauen wir mal.
Auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Holzfäller-Axt, Bocklanze, Grillwild. Scheiße. Ich hoffe, sie haben hier keine Crocs versteckt, aber ich glaube eigentlich nicht. Wenn ja, wäre das ganz schön fies. Schmeißen wir mal ins Feuer, vielleicht gibt es hier noch das ein oder andere. Nein? Komm. Meistens sind da ja noch ein paar Sachen drin oder so. Ja, wie ich es mir dachte. Apfel und. Ah ja, die halten ganz schön viel aus. Und noch ein Apfel, okay. Was haben wir hier sonst noch? Ja, eine Route, immer her damit. Kann man die hochheben, die Steine? Ist auf den Bäumen irgendetwas? Also hier schon mal nicht. Was ich mal ausprobieren will. Ich nehme wirklich alles mit, was geht. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist oder noch falls ihr es noch nicht wusstet, selbst die Holzbindel kann man kochen und dann kriegt man daraus ein Kohlestück, was ein Herz oder ein halbes Herz auffüllt. Also wir sind zwar gerade bei der leichten Prüfung, aber ich will nichts riskieren. Ich werde mir erstmal, ich glaube, die Sachen relativ viel sparen und dann los und ja und dann, wenn ich sie brauche, dann halt einsetzen. Oh, eine Eichel, nice. Komm, das sollte eigentlich erstmal reichen. Oh, die Route nehmen wir auch noch mit. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Schauen wir mal, was in der nächsten Ebene auf uns wartet. Jetzt sind das schon Feuerglubschis, Alter, oder Feuerschleim. Ich habe noch nicht mal einen Bogen oder so. Alter. Kommt her. Na, jetzt, ja. Na, kommt her. Ja, werf mit Steinen, ist klar. Okay, so kann ich Pfeile farmen. Ja, nice, mach mal weiter. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Bogen, ne? Ja. Ich glaube, ich komme dann nur hoch, wenn ich seinen Bogen klaue und ja, diese Brücke runter schieße, sage ich mal. Ach, der lebt noch, als ob. Warum nehme ich keine Bomben? So. So, das war's für dich. Aber die droppen kein Stuff. Okay. Oh, immerhin einen Bockbogen. Ein paar Pfeile habe ich ja schon. 3 Stück. Wie nett. Ich hätte nie gedacht, dass ich vor diesen kleinen oder vor den braunen oder normalen Moblins nochmal zurücklaufen würde. Alter. Also.
die sind schon mal. Ah ne, der lebt noch, okay. Ja, komm her. So, bitteschön. Was hat er hinterlassen? Reiseschwert und ein Reiseschild, okay. Einer müsste noch übrig sein. Ich hoffe, da oben ist wenigstens eine Truhe. Weil wir haben ja, glaube ich, auch noch nicht mal was an. Das komm her. So. Bitteschön. Alles klar. Bockbogen. Ich will mich da oben nochmal auf jeden Fall umschauen. Haben wir hier nicht. Obwohl, die kann ich doch mit meinen Bomben eigentlich zersprengen, oder? Ja, klar. Nicht runterfallen, nein. Oh Gott. Ja, natürlich. Oh, Pfeile sind rausgesprungen. Frage ist, wohin? Ah, da unten. 5 Holzpfeile, okay, nice. Auch nochmal ein Holzpfeil. Alter Schwede. Eine Palmfrucht. Sind wir euch 2 Sachen rausgekommen? Nochmal 5 Holzbeile, nice. Und ist auch noch irgendwas hingesprungen. Nochmal 5 Holzbeile, okay. Ich hätte mich nie gedacht, dass ich mich so über Pfeile freuen würde. Was haben wir hier sonst noch? Holzpfeil. Haben wir sonst noch irgendetwas? Ah, da vorne. Schwertbanane und Spurtlotus. Okay. Dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Schauen wir mal, was auf uns wartet. Okay. Anscheinend irgendwelche Glubschis. Ja gut. Natürlich. Bitteschön. Die fackeln ja alles ab. Ihr fackelt den schönen Wald nieder. Schämt euch. Bestimmt kommt jetzt gleich noch ein großer. Ja. Also. Die fackeln den ganzen Wald nieder. Zum Glück sind hier keine Tiere oder so. Alter. Also, die sind ganz schön schnell. Da hinten war noch einer, ne? Ja. Wo willst du hin? Ich bin hier. Ja, super. Okay. Die Ebene war relativ einfach. Was haben wir denn hier noch? Aber hier überhaupt nichts. Nichts, was man mitnehmen könnte oder so. Irgendwie was auf den Bäumen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber gut. Wenn dem so ist, gehen wir in die nächste Ebene.
Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen das sind. 10, 15, 20? Was haben wir denn hier? Na komm, bläst deinen Alarm. Eine Bordpflanze immerhin. Oh, das waren viele. Komm her. Ich tue euch doch nichts. Oh, der hat gesessen. Lass mich in Ruhe. Oh, zwei blaue, okay. Ach, jetzt hört auch mit Stein auf mich zu werfen. Das gehört sich nicht. Was zum Teufel? Hat er eine Feuerpfeile? Ach du Scheiße. Ich will mich aber erstmal um diese zwei hier kümmern. Ich glaube, ein oder zwei Schläge würde ich von denen aushalten, aber mehr auch nicht. Und ich will Mifas Gebet nicht dafür verschwenden. Wir sind gerade mal in der vierten Ebene. Wir haben sie ja gleich. Down. Danke für das Reiseschwert, Soldatenschwert und das Soldatenschild. So, der ist auch down. Und du hörst gefälligst auf, Feuerpfeile nach mir zu schießen. Oder droppt da noch nicht mal Feuerpfeile? Ich glaube, oben muss noch einer sein. Oh, Holzpfeile. Immer her damit. Metallkisten, die machen wir auch gleich kaputt. Da oben ist noch einer. Ach, nee. Okay. Ja, ist klar. Ist sowas von klar gewesen. Als wenn die durch sowas explodieren, das ist lächerlich. Trotzdem noch mal nach oben, vielleicht ist da ja noch was. Ich weiß jetzt nicht, der hat auf jeden Fall einen Bogen und noch ein paar Pfeile. Die können sonst wohin geflogen sein. Ein Stahlbogen, ein Stahlbockbogen, Stachelbockbogen. Oh, so, da waren ja noch Metallkisten, die würde ich einmal gerne kaputt machen.
Und hier ist auch noch einer. Schauen wir mal. Immer her mit dem Stuff. Noch ein Holzpfeil. Okay, ich glaube, das war es dann auch hier soweit. Oder habe ich irgendwas übersehen? Immer noch nichts auf den Bäumen. Ah doch, juhu, zwei Eier. Okay. Okay, dann ab zur nächsten Ebene. Nein, 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 als ob. Ja, ist klar. Ach komm, geh weg. So riechen, gewittert hat er mich anscheinend, aber er dreht um. Nein, der eine hat mich entdeckt. Ach komm. Lächerlich. Geh weg. Der andere geht wenigstens weg. Na komm her. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ja. Ach, das ist jetzt schon. Kann ich das essen? Nee, nur gekocht. Ja, klar. Habe ich noch nicht mal Daruks Schild? Okay, anscheinend habe ich hier auch noch nicht mal mehr Mifas Gebet. Weil ich kann Daruks Schild gar nicht aktivieren. Oder bin ich gerade zu blöd dafür? Nee. Ach komm schon. Na komm her. Die anderen merken das doch nicht mal. Na komm her. Na, 3-4 Bomben brauchen die eigentlich, bis ich sie finishen kann. Bitteschön. Mir geben die Mobkeule. Habe ich vom anderen eigentlich die Mobkeule eingesammelt? Oder die Bocklanze, Moblanze? Habe ich den dann getötet? Den da vorne, ne? Gesessen. Oi. Stachelbocklanze, ein Bocksperr mit angespitzten Tierknochen am Ende. Er ist leichter als Lanzen mit Metallspitzen und deshalb überraschend einfach zu verwenden. Ist klar. Grillgeflügel. Gleiche. Röstschwertbanane. Die Hitze des offenen Feuers hat die Schwertbanane cremig gemacht. So schmeckt sie noch süßer als normalerweise. Grill Edelgeflügel. Nice. Haben wir hier irgendwas drauf? Scheint nicht der Fall zu sein. Gibt's hier wieder Eier?
Natürlich nicht. Da auch nicht. War das schon alles hier? Okay. Dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Oh, Erz. Nein. Ach komm. Natürlich. Wie soll ich den denn bitte besiegen? Ivarok. Obwohl, wartet mal. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Nein. Lauf, 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 lauf. Nein, als ob. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Es geht doch über dieses Fass. Ach Gott. Und wenn ich dagegen haue, dann explodiert es. Und so explodiert es nicht, ne? Ja, roll es noch zu mir, das Fass. Obwohl, ich habe eine Idee. Das hat den absolut gar nichts ausgemacht. Scheiße. Lächerlich. Aber ich habe immerhin 30 Pfeile. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber... Bitteschön. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Oder ich habe halt falsch geworfen. Ach Gott. Ach, wo willst du hin? Ich bin hier. Na, er soll noch näher kommen. Na komm. Noch ein Stück. Jetzt. Okay. Link, schnell rauf da. Jetzt gib ihm. Oh Gott. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Oh Gott. Natürlich. Ich habe ihn zumindest über die Hälfte abgezogen und das freut mich außerordentlich. Natürlich habe ich nicht getroffen. Na komm, wirf deinen komischen Stein. Und jetzt geht's. Komm. Ach, Link. Schon bei der ersten Prüfung. Ich vermute, ich muss die anderen Sachen nochmal machen. Aber wer kann auch ahnen, dass ein Ivarok kommt? Ich meine... Hallöchen. Okay.
Grill Edelwild. Oh, ein Fiddling oder ein Ausdauerling. Ja, ein Fiddling. Nice. Oh, nice. Das Gefühl, diesmal sind mehr Items drin. War hier was drin? Oh, da vorne ist noch ein Apfel. Zack. Hier ist noch ein Boxschild. Den gehen wir mal weiter. Ich glaube, Ebene 4 oder 5 waren wir, ne? Moin Lunox, na, alles gut bei dir? Oh, 5 Holzpfeile. Nochmal 5 Holzpfeile, okay. Wir machen gerade die Prüfung des Schwertes. Leicht, dann mittel, dann schwer. Wenn ich das schaffe, es gab schon einen ersten Fail. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest. Ja gut, so komme ich da auch rauf. Ah, hier sind noch so eine Flammviecher. Yeah. Waren das alle Flammenviecher? Ja, ne? Okay. Wo ist jetzt diese komische Brücke da vorne? Natürlich, wirft doch Steinen auf mich. Weg. Ich lese es gleich vor. Ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Okay. Ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ich habe gerade beim Ivarok gefailt. Gibt's eigentlich nichts zu sagen, eigene Dummheit, aber. Oh, nice. Was haben wir hier noch? Okay, hier ist nichts mehr drauf. Ist hier noch Pfeile? Kann man immer gebrauchen. Und noch ein Holzpfeil. Also ich habe jetzt für beide DLCs 20 Euro gezahlt. Das geht durch. Ich dachte, ich muss jetzt 40 oder 50 Euro in die Tasche greifen. Noch ein Holzpfeil, noch ein Holzpfeil. Weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass Zelda BOTW, als es neu rauskam, beziehungsweise wo die DLCs dann rauskamen, komplett irgendwie 100 Euro oder so kosten. Ja gut, sind ja knapp 100 Euro. Ja, 60 plus, ja gut.
hier nicht noch mehr runtergeflogen? Bin ich blind? Ah, eine Palmfrucht. Nice. Ich will nochmal auf dem Baum da klettern. Vielleicht haben wir Glück und finden Eier. Ah, okay. Hast du so einen Gutscheincode bekommen? Oder wie ist das abgelaufen? Weil ich bin halt zum Supermarkt gegangen. Moin, Link. Ich bin zum Supermarkt gegangen und habe mir ja so eine, für 25 oder 30 Euro so einen, ja, so einen E-Nintendo-Card geholt. Ja, sowas ähnliches wie Paysafe. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Darüber habe ich das dann gezahlt. Ach, wie geht's dann? Wir sind hier gerade bei der Prüfung des Schwertes Teil 1. Und ich habe schon den ersten Fail beim Ivarok erlebt. Ja. Ah, okay. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Ich hoffe, man hört meine Nachbarn nicht bohren. Boah, jetzt kommen doch hier wieder gleich diese Feuerviecher, ne? Ja. Ja. Oh, der arme Ganondorf. Oder Ganondorf. Ah, okay, das ist gut. Ah, hier ist noch einer, okay. Gab es hier nicht noch irgendwo auf den Bäumen Eier? Ich glaube, das war hier in der Ebene. Ich weiß es aber nicht genau. Also hier auf jeden Fall nicht. Okay. Wartet mal, da oben ist eine Truhe, sehe ich gerade. What the hell? Ja super, und wie komme ich da ran? Hätte ich dazu diese Feuerviecher gebraucht? Ach nö. Ernsthaft? Na, wartet mal, vielleicht... Das funktioniert niemals. Ach ne. Ist die aus Metall vielleicht? Natürlich nicht. Ich versuch's mal anders. Ich will eigentlich wissen, was da in der Truhe drin ist. Boah, als ob. Ich weiß nicht, ob ich das. Nicht, ob ich das schaffe. Sollte aber gehen, eventuell. Nur richtig ausrichten. Ja, okay. Hat funktioniert. Was haben wir denn hier in der Truhe drin? Ein Bumerang. Okay. Nice. Gehen wir mal in die nächste Ebene. Wir waren hier, okay. Wir sind hier. Na komm, ruf deine Kumpanen. Ich glaube, hier waren zwei blaue, ne? Ja.
Ja, ich habe auch erst vor kurzem herausgefunden, wie man den fängt. Beziehungsweise gelernt, wie man damit umgeht. Lasst mich doch in Ruhe. Das war knapp. Aber den Boomerang würde ich mir für den Ivarok aufheben. Ich muss aufpassen, dass der Idiot da vorne nicht die Fässer runterschmeißt. Oh, den einen blauen haben wir schon mal gleich. Okay, der ist schon mal down. Das ist gut. Dafür geht's jetzt an den Kragen. Ich glaube, ich kann hier drinnen noch nicht mal meine Fähigkeiten aktivieren von Mipha, also Miphas Gebet und Daruks Schirm. Kann ich, glaube ich, hier drinnen nicht einsetzen, ne? So, jetzt nehme ich mir erstmal das Schild weg. Und du wirst jetzt sterben. Oben ist noch einer, den holen wir uns auch gleich. Ich will aber erstmal was essen. Haben wir hier noch Feuer oder so? Nee, ne? Habe ich mir schon, nämlich schon gedacht. Oh, Alter, nice. Ich glaube, noch eine Ebene und danach müsste schon der Ivarok kommen. Oh, eine Wildbeere. Falls ich nochmal sterben sollte, oder generell werde ich die Sachen, so Äpfel und so, werde ich versuchen zu kochen oder irgendwie zu verbrennen, weil dann gibt es, glaube ich, zumindest ein bisschen mehr Herzen.
Schwertbanane. Aber ich glaube, den da oben schieße ich diesmal mit dem Pfeil ab, weil letztes Mal, nee, hat mich das fast mein Leben gekostet. Ah, oh, hier ist noch einer. Hallöchen. Ja, als ob du mich triffst. Ja, ist klar. Komm ein bisschen hervor. Ja. Ach komm. Dankeschön. Ja, du bist bei der Prüfung nur bis zur Mitte gekommen. Also Mittel. Danke, dass du mich so ermutigst. Aber kriegen wir bestimmt schon irgendwie hin. Holzpfeil. Feuerpfeile, nice. Gibt es hier irgendwelche Truhen noch? Nee, ne? Hier ist noch ein Bogen, da unten ist auch noch irgendetwas. Holzpfeil. Da oben waren, glaube ich, nur explosive Fässer, oder? Ja, schauen wir mal. Erstmal Step by Step. Erstmal hier die erste Stufe, dann die zweite und dann die dritte. Okay. Gehen wir mal in die nächste Etappe. Komm, wir machen keine Gefangenen. Na komm her. Ist down. Da hinten ist noch einer. Oh, was haben wir hier? Eine Eichel. Ich will den S weglocken, damit wir die anderen nicht wach machen. Jetzt komm her. Dankeschön. Komm her. Auch down. Das müsste eigentlich ausreichen, um die zu finishen. Ja, ist ja gut. Wo nehmen die eigentlich immer die Steine her? Verdammt. So. Ja, sofort.
Oder mal was machen. Irgendwas, was ich rüsten kann. Ja, hier. Zu spät. Aber diesmal bin ich ja einigermaßen vorbereitet, weil es kam ja. Auf einmal kam da so ein Ivarok an und. Haben wir hier noch irgendwas drauf? Nützt alles nichts. Dann wollen wir mal. Solange ich noch nicht näher rangehe, ich will mal was versuchen. Natürlich. Ich will mich aber erstmal ein bisschen heilen. Eigentlich müssen wir nur zweimal rauf und dann haben wir ihn eigentlich. Habe ich nicht irgendwo. Stachelbockkeule. Komm, ich bin hier. Ich frage mich eigentlich, wie der überhaupt wissen kann, wo ich bin. Der hat ja noch nicht mal Augen oder sowas. Vielleicht spürt er die Vibration im Boden, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Jetzt werfe ich eigentlich den Stein. Danke. So, jetzt den zweiten. Komm, werf ihn. Danke. Ah, der trifft. Ja, ich wusste es. Komm, steh auf, Link. Schnell, schnell. Gib ihm Link, gib ihm. Ach Gott. Ja, gleich. Ja, jetzt wirft er mich runter. Ja, komm, wirf deinen zweiten Stein. Der wird mich treffen. Oder auch nicht. Na ja, komm, geh nach unten. Nein. Natürlich, natürlich. Ach, komm schon, Link. Vielleicht haben wir ihn. Aber es funktioniert. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Bumerang? Da. Okay. Er trifft. Natürlich trifft er. Oh, weg hier, 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 weg hier. Weg hier. Mich in Ruhe. Jawohl, der hat getroffen. Ist mal weg hier.
Jawohl. Danke, Lunox. Dir auch. Wo ist jetzt mein Boomerang hin? Ist der weg? Wäre ein bisschen lächerlich, weil ich glaube auch nicht, dass der kaputt gegangen ist. Anderes, obwohl ich habe da vorne noch Kisten gesehen. Die würde ich gerne noch mal kaputt machen. Hier ist nichts drin. Ich frage mich dann, wofür die Kisten da sind, um gegen den Ivarok zu kämpfen oder was? Anscheinend. Ist hier wenigstens irgendwas auf den Bäumen? Natürlich nicht. Okay, gehen wir in den nächsten Raum. Schauen wir mal, was uns erwartet. Scheint so eine Art. Was ist das? Pausenraum zu sein und da vorne ist eine Fee. Nice. Okay. Komm her, meine liebe Fee, komm her. Na komm. Komm her, komm her. Ja, voll nice. Gibt's hier noch irgendwo anders Feen? Oder war das die einzige Fee? Anscheinend war das die einzige Fee, oder? Gut. Das soll mir auf jeden Fall reichen. Apfelbaum. Oh, super Fische. Nice. Hier war doch gerade noch irgendwo einer. Der ist noch da hinten geschwommen. Okay. Eine Rüstungsschnapper. Okay. Schauen wir mal, was in den Truhen so ist. Eine Sanderlanze. Ein Sanshin-Kurzschwert und ein Goshin-Schild, okay. Haben wir sonst noch irgendwas anderes? Die Bäume mache ich gleich kaputt. Auch wenn mir das relativ leid tut, aber das muss sein. Pfeile, Holzpfeile, 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 Feuerpfeile, nice. Noch eine Eiche. Was haben wir hier noch drin? Geflügel. Vorne ist noch irgendwas Glitzernes, sehe ich gerade. Voll der Umweltzerstörer. Noch eine Route. Okay. Ich werde auf jeden Fall gleich mal kochen. Oh, hier ist noch wild. Aber gut, ein Krogfächer. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich den gebrauchen kann. Ich nehme ihn aber einfach mal mit. Oh, noch eine Eichel. Okay.
Haben wir hier oben noch irgendetwas? Vielleicht Eier oder so? Nee. Ich denke mal, das sollte fast alles gewesen sein. Ja gut. Hier haben wir noch zwei Bäume. Ich glaube, das ist auch nichts Großartiges. Okay, dann fangen wir mal an zu kochen. Immerhin ein Viertel Herz. Na komm. Wenn ich eigentlich zwei davon koche, kriege ich dementsprechend noch ein halbes Herz? Natürlich nicht. Ah, jetzt habe ich schon wieder Zeug genommen. So, die Fee werde ich auf gar keinen Fall kochen. Schwertling, Rüstling. Was wir uns aber machen können, Rüstungskarpfen. Ich hoffe, ich kriege einen Level 3er. Ja, okay. Das ist für, weiß nicht, ein Bossfight oder wie auch immer. Hier zwei Schwertlinge, rein damit. Angriffskraft Level 1, okay. Kriegen wir hier raus? Kochobst, ja gut. Ein Fleischspieß, okay. Das müsste alles gewesen sein. Ja, immerhin ein bisschen. Okay. Machen wir weiter mit der nächsten Ebene. Scheint so ein Elektro-Glibberfie zu sein und ich sehe einen Exalfoss. Oh, wartet mal. Da ist auch einer. Gesessen. Na komm her. Lass mich in Ruhe. Der hat gesessen. Was war's mit dir? Natürlich da drüben der Exalfoss.
Fernangriffe sind immer effektiver. Ich wollte einen Bogen haben. Reisebogen. Natürlich, jetzt fällt er runter. Jetzt komm rauf da. Da bist du. Okay, das war's mit dir. Kann ich von da hinten das Elektroglibbervieh treffen? Bestimmt, oder? Ja, nice. Macht Feuer, ist klar. Ich treffe sie auch von hier. Aber ich will die Pfeile nicht verschwenden. Ja! Läuft bei euch! Lauf, Link, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Jetzt muss ich einmal heilen. Ach komm hier, du hast doch so viele Kohlebrocken. Wir sind jetzt schon wieder aufgebraucht. Ja. So, jetzt kommt hier einmal bitte an Land. Kommen sie auch noch mit ihrer Aquaknarre? Ich glaub's nicht. Ich versuche einfach erstmal im Kreis zu laufen. Der eine ist gefährlicher, der andere hat nur so eine Moblanze oder eine Holzlanze. Aber der hier hat eine richtig gute Lanze. Wenigstens die Fälle, die daneben gehen, sammle ich wieder auf. Gott, jetzt mal wieder ein Bogen. Das ist mein letzter. Oh, der hat seine Lanze fallen lassen. Komm her, komm her, komm her. Oh, nee, ein Wurfspeer ist das, okay. Daneben gezielt. Boah, der hat gesessen. So, der ist down. Einen haben wir noch. So, komm her. Gib ihm Link. Ach Gott, zieht das wenig ab. Okay. Oh, da ist eine Truhe, in Anführungszeichen. Ja, das ist eine Truhe, Tatsache.
Die holen wir uns natürlich. Und das scheint eng. Ah, das ist noch der Bogen vom Exalfos. Okay. Natürlich. Oh, wo ist sie jetzt hin? Da unten. Okay, ich komme von hier aus ran. Okay. Was haben wir hier drinne? Komm, wieder was Brauchbares. 10 Holzpfeile, okay. Röstbarsch, Röstbarsch und ein Röstbarsch, okay. Und Bocklanzen, okay, die nehmen wir natürlich auch mit. Das da. Keine Ahnung, kann ich euch gerade nicht sagen. Was ich weiß, dass wir die hier einmal wegsprengen werden. 5 Holzpfeile. Okay. Schauen wir mal, was die nächste Ebene für uns bereithält. Ja, ein Oktrog. Na, Hallöchen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Als erstes wird. Ach, da hinten ist noch ein Oktorok. Ja, wartet mal. Als ob ich den Oktorok von hier aus nicht treffe. Ja, okay, nice. Ich hoffe, das waren alle Oktoroks. Und da ist noch eine Truhe, die will ich natürlich auch öffnen. Eine Truhe, die schwimmt. Was haben wir hier drin? 10 Holzpfeile, okay. Ich lock ihn mal am besten hierher. Na komm her. Solange er seinen Donner oder so nicht einsetzt, sind wir eigentlich relativ sicher, hoffe ich zumindest. Na komm her. Das zum Thema, wir sind sicher. Boah, er hat gesessen. Noch ein Header. Verdammt, nein. Oh Gott, jetzt habe ich nicht. Jetzt habe ich keine Bögen mehr, oder? Doch, einen habe ich noch. Okay. Verdammt. Genau das hasse ich. Nein. Nein. Okay. Scheiße. Natürlich, jetzt gewittert's. Gleich haben wir ihn. Da ist er down. Okay. Die Waffentasche ist voll. Ich mal nicht gedacht.
Ja gut. Ich will den Blitzstab haben. Haben wir sonst noch irgendwelche Truhen hier oder so? Nee, ne? Obwohl, da unten war noch irgendetwas. Wartet mal. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich. Schauen wir mal, was da drin ist. Natürlich geht sie wieder ins Wasser. Okay, hier scheint nichts drin gewesen zu sein. Dann gehen wir mal in die nächste Ebene. Ja, natürlich. Oh Gott. Ja, toll. Und hier ist natürlich eine Sackgasse. Wartet mal, ich habe eine Idee. Erstmal essen wir. Wartet mal. Habe ich einen Einhänder? Danach essen wir erstmal was. Ja, habe ich. Ausrüsten. Aber nicht mehr viel. Und ich vermute, es wird noch ein Endkampf kommen. Aber ich habe immerhin noch eine Fee. Abwehrspieß, Angriffsspieß. Komm, gönn dir, Link. Ja, ist klar. Natürlich. Na komm, nehmen wir ein anderes. Gott, 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 Gott. Ach, runter mit dir. Nein, geh nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Machen wir ihn erstmal weg. So, der ist down. Okay, ein Exalbum. Ich muss normale Pfeile für die nehmen. Da ist er. Was? Die kommen da raus? Als ob. Das muss ich auch mal wieder ausrüsten. Ablegen. Ablegen. Ausrüsten. Na komm her. Alle, einer ist noch irgendwo. Ja, da unten. Ich versuche ihn mit der Bombe zu töten. Versucht er mich von unten zu pieksen? Ja. Ich habe noch einen Abwehrtrunk, aber den will ich jetzt nicht für diesen Exalfoss verschwenden. Ich mache ihn zwar so wenig Schaden, aber so bin ich eigentlich relativ sicher. Weil er muss mich eh erstmal orten. Na, wo gehst du hin? Außer, ist das so blind? Danke. Reiseschwert, das sollte passen. Ah, okay, jetzt macht er seine Aquaknarre. Na komm hoch hier.
Jetzt komm raus da aus dem Wasser. Also wir haben ihn auf jeden Fall gleich. Wie geht's ihm? Da ist er. Na komm hoch hier. Bin hier. Ja, jetzt hat er mich entdeckt. Okay. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder seine Aquaknarre, oder? Ja. Komm raus da. Komm schon. Gleich haben wir ihn. Na komm. Ist er down? Noch nicht ganz. Na komm. Okay, jetzt ist er down. Endlich. Oh Gott. So, was haben wir denn hier in den Fässern? Ich will da oben hin. Jetzt kann ich mich auch endlich frei bewegen. Oh, ein Exhalboran. Nice. Frage ist, wie komme ich hier hoch? Wie kannst du von hier aus klettern? Nice, GW. Okay, da sind anscheinend nur explosive Fässer drauf. Aber dass das hier alles ist, kann ich noch nicht so wirklich glauben. Eine versteckte Truhe, da hinten sind Metalltruhen, die holen wir uns auf jeden Fall gleich noch. Master Ease. Moin Master Ease. Alles gut bei dir? So. Wir machen gerade die Prüfung des Schwert, des Master Swords. Holzpfeile, was ist da jetzt in... Oh, die Pfeile will ich haben. 5 Holzpfeile. Nice. Da ist auch noch irgendetwas. Aber wahrscheinlich nur ein Holzpfeil, ne? Ja. Aber immerhin. Wir sind auch nochmal 5 Holzpfeile. Das sind auch noch Fässer. Oh, nice. So, irgendwo hatten wir auch noch Kisten. Da vorne. Aber wie komme ich an die ran? Sogar, obwohl, wartet, ich habe eine Idee. Wir können ja einfach mit dem Cryer-Modul hier raufgehen. Und dann können wir uns die holen. Ja, okay. Weil hier sind bestimmt auch noch irgendwelche Items drin. Ne? Beziehungsweise Äpfel, sei es irgendwas. Na, super. Da kommen wir aber gleich ran, weil ich habe schon einen Death erlitten. Und das ist gerade mal die erste. Ne? Also die erste Prüfung des Schwertes. So. Kommen Sie raus, Herr Kiste. Weil ich bekomme sie doch noch raus da, oder? Dann mache ich es ja immer so. Dann komm raus hier. Kriege ich den da unten jetzt nicht raus?
Was zum Teufel doch? Ich wollte schon sagen. So. Holzpfeile, nice. Na, kriegen wir? So, bisschen nach oben und einmal zu uns. Eine Hexalanz, okay. Die hätten wahrscheinlich auch so viel Schaden gemacht. Irgendwo war aber noch eine Truhe. Ja, hier unten. Beziehungsweise die Metallkiste. Die will ich aber nochmal plappen. Nichts drin gewesen. Okay. Gehen wir weiter zur nächsten Ebene. Natürlich sehen die mich von da hinten, ist ja klar. Ich vermute, dass sie Feuer und eventuell sogar Bombenpfeile haben. Ja. Da ist doch irgendetwas. Gott. Mal kommen. Oder Elektropfeile sogar noch schlimmer. Feuerpfeile. Ich werde die erstmal da auf dem Turm erledigen. Ah, das glaube ich besser. Oh, hier ist eine Truhe. So, der ist down. Treffe ich den von hier aus? Ja, würde ich, aber da gehen wir gleich hin. Ich will einmal sehen, was hier in dieser Truhe ist. Natürlich geht das nicht. Machen wir das einmal so. So. Drinne. Oh, 10 Elektropfeile, okay. Da werden bestimmt dann auch welche drin. Da, auf der anderen Seite werden dann bestimmt auch welche sein. Okay, der reicht mich schon mal gar nicht. Das ist gut. Hoffe ich zumindest. Dann würde ich sagen, dass wir gleich über die rechte Seite gehen. Auch noch eine Truhe, oder? Nein, nichts. Dafür bin ich extra hergeschwommen. Na ja, klar. Okay, dann bewegen wir uns ab jetzt mit dem Cryer-Modul voran. So, der ist down. Und da oben ist eine Truhe, die ich auch haben möchte. Okay, er kommt mit seinem Bogen nicht so weit. Ja. Noch ein Stück höher. Okay, der ist schon mal weg. Und ich möchte die Truhe da oben haben. Dankeschön.
Dann komm mal her. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. 10 Feuerfighter, okay. Ah, das war ein bisschen blöd von mir. Ich hätte noch mal eine Eissäule setzen sollen. Ja, hier. Guck. Und er ist down. Der ist auch weg. Das ist kein Schwarzer, ne? Natürlich ist es ein Schwarzer. Aber wenn ich ihn ins Wasser stoße, sollte es eigentlich passen. Ich habe zumindest Elektropfeile. Da hinten ist noch... Ah ne, den Bogenschützen hatte ich gekillt. Okay. Ich will den einmal noch... So, der ist auch down. Und den Moblin möchte ich gerne... Ja, aus... von Fernem töten. Mit denen will ich mich nicht im Nahkampf messen. Ja, schmeiß ruhig mit Steinen. Hier sollten sie aber nicht drauf kommen. Nee. Och, das war knapp. So. Ich muss gucken, wie viele... Ich gehe einmal auf die Elektropfeile. Weil so viele habe ich auch nicht mehr, so viele Bögen. Und du bist down! Da oben ist noch einer. Boah, als ob... Bleib gefällig stehen. Ja, Exalbum zerbricht gleich. Einen halb kaputten Bogen habe ich noch. Hm. Ja, frisst die Feuerpfeile. Ja, bewerf ihn mit Stein, ist klar. Hier waren auch noch irgendwo Bögen. Wenn wir... Ah doch, hier ist noch... Hier ist ein Bogen. Ja. Okay. Stachelbockbogen. Alles klar. Da vorne sehe ich, glaube ich, auch noch einen Bogen. Könnte durchaus sein. Ich weiß es auch nicht. Aber da vorne ist auf jeden Fall ein Bogen. Was haben wir hier? Ein Knochenbockschild. Okay. Ach, Link. Rauf da. Okay, jetzt haben wir wieder zwei Bögen. Und wir müssen aber einmal wieder hier rauf. Funktioniert und so einfach wäre. So, da wir ja wieder Bögen haben, verbrennen.
haben wir ihn. So, jetzt sollte er down sein. Waren aber noch nicht alle. Ist da oben noch einer? Anscheinend. Na super. Aber das ist nur ein blauer. Ja, hoffe ich zumindest. Und nee, es ist eventuell sogar ein schwarzer. Ich weiß es gerade nicht. Ja, es ist ein schwarzer. Schnell weg. Oh mein Gott. Alter, und das ist Stufe, das ist leicht, ja? Da ist ja gut. So, jetzt haben wir. Ich versuche. Oh komm! Sollte aber eigentlich passen. Jawohl! Nice, geh nach unten! Natürlich nicht. Doch! Ja, nice, okay! Ich denke mal, ich teile das auch in drei. Werde das in drei Parts einteilen, weil wir streamen jetzt schon fast 2 Stunden. Ja, so werde ich es machen. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Die Karte werde ich natürlich erst im Nachhinein machen. Ja, also das Challenge-Bild werde ich erst im Nachhinein aktualisieren, damit ihr Bescheid wisst. Also nach der dritten Prüfung sozusagen. Was haben wir da unten? Hallöchen. Was können wir denn wegwerfen? Wegwerfen. Damit wir mal ein bisschen Platz haben. Stachelbocklanz, okay. Toll, Pfeile, aber kein Bogen. Oh, Essen. Apfel. Lass noch schnell was essen. Aber warte, vielleicht haben wir im nächsten Raum die Möglichkeit, das irgendwie auf dem Feuer oder so anzuwenden. Ja, machen wir das so. Was wir ganz oben haben. Ja, natürlich. Aber hier muss auch noch irgendwas sein. Jo, hier sind explosive Fässer. Da ist ein Bogen. Oder da ist noch irgendwas. Oder Pfeile oder irgendwas. Ein Bogen. Nice, okay. Stachelbockbogen. Ich wollte hinten rechts nochmal nachgucken, ob da eine Truhe ist. Und da sehe ich auch irgendwas. Da ist, glaube ich, auch noch ein Bogen oder zumindest Pfeile. Eins von beiden. Das haben wir uns natürlich auch noch.
Sieht nach einem Bogen aus, ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten noch... Und über uns sind noch Holzkisten, die holen wir uns auch noch gleich. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch eine Truhe versteckt ist. Nein? Okay. Ja gut. Holzpfeile, Holzpfeile. Das da vorne waren die Bockpflanzen, ne? Jawohl. Fünf Holzpfeile noch. Und irgendwo hatten wir doch noch Kisten. Ah, da vorne. Nein. Ein bisschen nach links und so sollte das eigentlich passen. Schauen wir mal, was wir hier drinne haben. Ist eine Menge ins Wasser gefallen. Feuerpfeile, okay. War es das? Oder war da noch was anderes drinnen? Ah, da ist auch noch was. Da ganz links und da, okay. Link. Danke. Genau, hier sind... Das sieht nach Feuerpfeilen aus. So sieht's auch aus, okay. Nice. Okay. Hier sind auch noch Feuerpfeile. Ich frage mich, wie die überhaupt noch benutzt werden können, wenn sie im Wasser lagen. Okay. Dann können wir uns auch zur nächsten Ebene aufmachen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles mitgenommen, aber wie ich mich kenne, habe ich bestimmt ein oder zwei Truhen sogar übersehen. Auf geht's in die nächste Ebene. Schauen wir mal. Ebene 12. Ist das ein blauer oder ein schwarzer? Ich hoffe ein blauer. Okay, ist ein blauer. Haben wir hier irgendwas, was uns noch eventuell weiterhelfen könnte? Ja, haben wir. Aber das sieht eher nach einer... Das sieht eher nach einer Kiste anstatt einer Truhe aus. Okay, eine Fee habe ich. Die muss ausreichen. Den Verteidigungstrunk werde ich gleich nehmen. Ich will als allererstes nehmen wir unsere stärkste Waffe. Stachelmobkeule. Schleichen wir uns an und hauen ihn richtig. Geben ihn richtig auf den Sack. Was hat er für eine Fußfesseln? Metall, ne? Ach, dann wären Elektropfeile effektiv gewesen. Hallöchen. Hallo. Gib ihm Link, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Was? Nein. Oh. Oh, das war knapp. Na, lass mich in Ruhe. Ich schmecke nicht gut. Nein.
Und ich habe noch nicht mal so viel wirklich, um mich zu verteidigen. Oh, nice, nice. Verdammt, der hat Metall. Da ist mal wieder eine Waffe. Ist mich in Ruhe. Exalbumerang. Feuer. Oh, nice. Ich mach lieber Fernangriffe. Wenn das. Ja, die Hälfte haben wir schon. Lass mich in Ruhe. Na komm, nimm den Baum ab. Genau. Eine Palmfrucht. Darfst du gleich essen, Link. Und jetzt nehme ich den Verteidigungstrunk. Ich bleib auf der Ferne. Ich mache meine Angriffe aus der Ferne, zumindest so lange ich kann. Was ist das? Wir haben ihn schon gut runterbekommen. Aber ich habe auch eigentlich meinen Verteidigungstrunk, den ich eigentlich ausnutzen muss. Vor allem, ich muss ihn ja eigentlich ins Auge treffen, weil anders komme ich ja nicht an ihn ran. Und das zieht wahrscheinlich nicht viel ab, ne? Aber immerhin ein bisschen. Oh. Palmfrüchte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Aber ich kann meine Waffen nach ihm werfen. Jetzt schmeißt einen komischen Stock da. Na komm, schmeiß ihn. Schmeiß ihn. Okay, jetzt schmeißt er seinen komischen Stock. Immer noch nicht. Ach, ganz ab. Boah, so mache ich auch gut Schaden eigentlich. Komm. Ich sehe gerade was. Das. Dann lade ich wieder auf, lade ich wieder auf. Das mag er überhaupt nicht. Ich schmeiße ihn einfach mit meinen Waffen ab. Es muss reichen, es muss reichen. Haben wir ihn. Ja, das kannst du auch nochmal nehmen. Bockstock. Bitteschön. Gott. Stachelbockkeule. Komm, lauf, Link. Ist ganz schön nah hinter uns. Boah, der hat schön Schaden gemacht. Ja, ja. Mobkeule. Ah, die Mobkeule müssen wir ja noch den Waffen abzeigen, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt gerade andere Sorgen. Oh, gleich haben wir ihn. Ich hoffe es.
Ja, du hast meine Sonderlanze. Nein, Link. Lauf, 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 lauf. Hier, Fackel. Die kannst du gerne nehmen. Und die Sonderlanze noch. Hier hast du das Sunshine Kurzschwert. Und das war's. Nice. Ritterbow. Okay. Gott. Alter, und das soll schon die leichte Prüfung. Ich weiß noch nicht mal, ob wir am Ende sind. Gefällt mir aber. Ja? Also, auch wenn ich manchmal ein bisschen rumjammer oder so, aber sowas gefällt mir. Okay, ey. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Vielleicht kriegen wir wieder so einen Pausenraum, oder? Ja, ich nenne es jetzt aber mal einen Pausenraum. Oder? Sind wir durch? Oh, ich glaube, wir sind durch. Nice. Auserwählter des Schwertes, du hast die Prüfung gemeistert. Die Macht dieser Waffe hat sich dir auf ganz neue Weise offenbart. Schreite voran, o Held. Berühre das Master Sword. Okay, ich würde. Als ob, wie tief das hier runter geht. Ich habe ja generell ein bisschen Höhenangst, aber. Alter. Okay. Da haben wir es geschafft, die erste Prüfung. Schauen, ob der Dekobaum noch was sagt. Das müssten aber Stärke 40 haben. Bist du ja wieder. Du wirkst stärker als zuvor. Das Master Sword sollte nun ebenfalls über größere Stärke verfügen. Nice. Ja. Wenn du noch mehr Stärke suchst und dich der Prüfung erneut stellen willst, dann stecke es zurück in den Sockel. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.